Mensch, wie schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum Kölner Treff. Wie schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben eine wunderbare Runde und die stellen wir direkt vor. Seine Hände sind kostbarer als die Füße von Ronaldo. Er ist Wunderkind, Megastar und surft über die Seiten seiner Stradivari. Er stellt uns vor, seine Musik, sein Zuhause New York, sein Leben. Herzlich willkommen, David Garrett. Im Kino ist sie zu sehen, es geht um Väter und Töchter, es geht um U40-Themen und es geht auch um Freundschaft. Also im Kino, aber warum nicht auch hier im Kölner Treff? Wir freuen uns sehr auf Alexandra Maria Lara. Danke. Schön, dass du da bist. Nach der Wahl ist der Bundestag nicht nur unglaublich groß, sondern auch so bunt und jung wie nie. Sie ist eines der Gesichter des neuen Parlaments. Sie ist 27 und eine von zwei Transfrauen im Bundestag. Herzlich willkommen, Nike Slavik. 30 Jahre Bandgeschichte und immer noch erfolgreich, was die Prinzen immer noch zu sagen bzw. zu singen haben. Darüber sprechen wir mit Sebastian Kumbige. Herzlich willkommen. Ja, danke. Danke. Eine Jugendliebe, eine Trennung, zwei Familien, ein Wiederfinden klingt wie eine kitschige Liebesgeschichte, ist aber ihr Leben. Und jetzt ist die große Frage, ist die Liebe eine Pilzpfanne oder ein Teller Spaghetti? Lohnt das Aufwärmen? Herzlich willkommen, Margot Käßmann und Andreas Helm. Eine wilde Jugend auf dem Land zwischen Schlager und Heavy Metal, zwischen Knutschen und Schlägerei. Es wird ein wilder Ritt mit Charlie Hübner. Wir freuen uns, dass du da bist. Danke. Was haben wir jetzt schön heute Abend? Heute sind alle so energetisch. Ja, hier ist heute kocht die Bude hier und wir freuen uns sehr, dass du endlich auch mal wieder da bist, Charlie. Man sieht dich ja gar nicht so oft in Talkshows und deswegen umso schöner, dass du mal bei uns vorbeischaust. Ja, in Köln bin ich immer gerne. Hier habe ich meine Frau kennengelernt. Oh, guck mal. Die Stadt Köln ist mein Herz. Guck mal, ist direkt gleich. Das war unabgesprochen. Der Mann ist Profi. Du, also ich meine, wir müssen uns ja alle so ein bisschen umgewöhnen in der Art, wie wir dich anmoderieren, weil die meisten ja dann immer so, ah, man kennt ihn aus dem Polizeiruf und jetzt ist aber langsam Schluss damit. Im Januar läuft die letzte Folge mit dir. Endlich? Nee, das ist gut zu Ende gekommen. Also ich hatte vor 3 Jahren, merkte ich, dass so eine Irritation einsetzt, dass die Leidenschaft wegrutschte und dann dachte ich, war ich lange mit mir so allein, dann habe ich meine Agentin mit reingeholt in dieses Gespräch und dann dachte ich, das unruhige Hopperpferdchen muss dann doch weiterziehen. Also ist ja so Sonntagabend und man ist ja dann doch auch wirklich, das ist ein sehr edler Platz, man kann gut davon leben, man kann tolle Geschichten erzählen, man ist immer in der Debatte drin in der Gesellschaft, aber ich merkte, dass meine Knochen weiter müssen. So, und dann habe ich das im NDR besprochen und dann baten die wiederum darum, dass man vielleicht doch das sanft auslaufen lässt und nicht von heute auf morgen. Da haben wir uns noch auf 4 Filme geeinigt, die haben wir jetzt fertig gedreht und konnten dadurch aber auch der Sache so einen guten Twist am Ende geben. Ja, vor allem, es hat ja eine gute Geschichte hinten raus. Deine gerade schon angesprochene Frau, Lena Beckmann, wird die Neue. Ja, das ist das ist natürlich ein Knüller. Ja, ich soll von der Produzentin Iris Kiefer sagen, mit der habe ich mich jüngst unterhalten wegen anderer Sachen und sie sagte, weißt du, was mich ärgert? Ich hätte gern diesen Satz mal gesagt. Ich habe schon für Lena Beckmann im Theater applaudiert. Da wusste ich noch gar nicht, wer Charlie Hübner ist. Und die hat sie lange auf dem Kieker. Und das war deutlich nach meinem Abschied, kam irgendwann bei uns im Haushalt diese SMS an. Und ich habe gesagt, ach, Mädchen, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich gehe mal raus. Und dann wolltest du ihr abraten? Nein, das steht mir nicht zu. Sie ist ja eine unabhängige Künstlerin. Nur weil sie meine, das ist ja dann so umgekehrt eingeklemmt. Und dann dachte ich, das ist deine Geschichte. Und jetzt wird halt weiter ermittelt in eurem Haushalt. Das ist ja auch ganz schön. Also ihr könnt wird auf jeden Fall weiter ermittelt. Also, das ist auch gut so. Ist das eine Leidenschaft, die ihr teilt, ja? Ja, genau. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber deinen Musikgeschmack, teilt sie den auch? Nein.
Das war also, relativ eindeutig. Teile schon, aber jetzt über den wir jetzt gleich reden werden, garantiert nein. 100%. Okay, wir lernen deinen Musikgeschmack auch deshalb kennen, weil du jetzt ein Buch geschrieben hast, wo man etwas darüber erfährt, aber auch über deine Jugend und deine Kindheit. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, ein wilder Ritt, den man da, also ich finde das ein interessantes, also man, das ist auch irgendwie so, so ein bisschen laut, dieses Buch, also man ist auch voll mit drin mit dir und es geht schon los, dass du als so Kindergarten Stöpsel da mit einem Kumpel dich auf einem Ausflug einfach mal in eine Pfütze wirfst und schwimmen gehst. Ja. Sehr zur Freude der Erwachsenen, die dabei waren. Aber war das, ist das so eine typische Aktion für den kleinen Charlie gewesen? Also das ist eine der paar Anekdoten, die tatsächlich stattgefunden haben, die auch sozusagen aus der Familie heraus bestätigt wurde. Und ich galt bis heute, aber als Kind extrem als Zappelphilipp. Und es gibt tatsächlich die Geschichten, wenn es diese Spaziergänge, ich war wirklich in so einem ganz klassischen Dorfkindergarten, das ist ein ganz kleines Dorf, Neuhof bei Feldberg, da bei Neustrelitz. Und wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Im tiefen Süden, Südosten. Und die sind ganz viel mit uns rausgegangen, wirklich. Also ich habe jetzt mal alle Wege, die ich noch erinnere, bin ich jetzt mal abgelaufen im Zuge des Schreibens. Und es gibt eben mehrfache Geschichten von sich wirklich bei Regen in die Pfütze schmeißen oder sich hinter irgendeine Mauer werfen und mit Steinen schmeißen oder absichtlich im Regen gegen den Stromzaun pinkeln und so weiter. Also alles die Erzieherin mit Kastanien im Herbst bewerfen, bis sie schreien und so weiter. Du warst ein sympathisches Kind, also in der Betreuung auch. Einfach viel zu unruhig, als dass ich ruhig sein konnte, glaube ich mittlerweile. Ja. Aber auch das ist mit 48 immer noch eine Vermutung. Du hast dich aber dann sozusagen in deiner Jugend ja reingesteigert in die Musik. Ist es Heavy Metal geworden? Und auch noch dunkler. Aber es hätte auch Schlager werden können. Das ist das Interessante. Nee. Zumindest wenn du mit deinen Eltern mitgegangen wärst. Es gab, und das glaube ich ist ja auch wahr, legendäre Sonntagsausflüge mit deinen Eltern. Ja, ja. Und einem also, sehr geliebten Kassettenfach offensichtlich in eurem Vater Auto. Der Vater hatte, wir hatten so einen russischen Zaporozhets. Kennst du vielleicht auch, ja, ne, Sebastian? Und das war eben so ein Trabi-großer russischer Kleinwagen gewesen. Motor hinten, Kofferraum vorne. Also eigentlich ein Porsche. Mhm, und fuhr 80, wenn es hochkam. Und der Vater war leidenschaftlicher Musikfan, großer Operettenfan und eben liebte diese ganzen Schlagerplatten, die es im Osten gab, so Regina Toss und Andreas Holm und so. Aber was er kriegte im Intershop oder über Beziehung auch aus dem Westen. Also Costa Gonzales, Tony Marshall und vor allem Joe Kurzweg und das westdeutsche Vorbild James Last. So, schön. Das war das immer da. Aber nicht ausreichend. Ich glaube, geprägt. Ab meinem zweiten Lebenstag war es da und es war dann auch nicht mehr weg. Es lief immer, vor allem bis K. Ja. Oh. Also umso erstaunlicher, dass es dich dann in die andere Musikrichtung getrieben hat. Es war in wirklich Jugend. Einfach. Es war Protest. Es war eine Zusetzung. Ja, irgendwann war es zu viel. Das okay. Gute. Wir haben, um uns mal ein bisschen, in, also ich meine, wozu haben wir David Garrett in der Runde? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wenn man nicht ihn quasi spiel doch mal an, immer diese, das kann man bei dir ja tollerweise machen. Das Metal. Wir wollen jetzt mal, genau, einfach uns mal kurz in seine Jugend versetzen und das kann ich mir mit dir einfach ganz wunderbar vorstellen. Und ich meine, auch wenn du gerade keine Haare mitgebracht hast, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wie das damals mit dir gewesen ist, Charlie. Ich gebe mir vollste Mühe. Ja, okay. Master of Puppets, Metallica. Ja, okay. Ja, viel Spaß. Ähnliches. Toll. Ah, sehr gut. David hätte natürlich normalerweise stilecht die Geige noch auf dem Tisch zerschlagen, aber wir brauchen sie jetzt. Ja, genau. Das ist natürlich richtig. Ja. Aber man merkt das schon, da geht's bei dir sofort ab. Ne? Was war denn das für eine Zeit? Also diese Musik, das war ja für dich, das hatte eine riesen Bedeutung in deiner Jugend. Na, es war einfach, also es gibt ja diesen Satz von Lemmy, den haben wir im Buch auch drin. The music that you fucks away first, for this music you are addicted for the rest of your life. Und bei mir war es so eine, es war eben diese Schlagerwelt, es gab viele Versuche, ich habe mich mit Mike Oldfield, Michael Jackson, damals Thriller, Deepish Mode, das gab's ja, tauchte ja alles so auf, Silly im Osten, City und
ich war irgendwie, ich, also Musik hat bei mir nichts gemacht. Ich habe mich immer mehr in was reingegraben, was mit Sport zu tun hatte und so. Und dann war ich in der Bibliothek, so die Stadtbibliothek, gab es diese Highway to Hell-Pressung von AC/DC, so eine Amiga-Pressung. Und das, ich habe die nur mitgenommen, weil das Logo kam mir aus dem Schulklo so bekannt vor. Weil das stand dann so mit Bleistift AC/DC so. Und dann man lacht, aber man kam ja nicht ran an die Sachen. Das muss man ja mal dazu sagen. Ne? Und deswegen wusste man ungefähr, wie Dinge aussehen. Aber man musste irgendwo ein Album sich herzaubern oder so. Es gab ja nicht Aufkleber oder sowas. Nee, muss man ja einfach mal realistisch sehen. Es war nur, das, nur die Platte. Kopf, ja. Und dann habe ich AC/DC aufgelegt. Also das ist eine der anderen drei Episoden, die stimmen. Es war so Gelsenkirchener Barock bei uns zu Hause. So eine Schrankwand, wie man sie kannte. Und es war so ein kleiner Plattenspieler und ich habe Highway to Hell angemacht und dachte, alter Schwede, das ist einfach, also mein Körper hat seine Entsprechung gefunden. Der Zappelphilipp wurde konzentriert und ja, ich höre die Platte heute noch. Es ist einfach großes Vergnügen, so eine Gaunerei, also auch so ein sich lustig machen. Und Motorhead hat das sozusagen auch in den Texten noch viel mehr sozusagen noch mal einen raufgeschraubt. Lemmy. Deine große Leidenschaft, muss man dazu sagen. Motorhead, lauteste Band der Welt. Ja. Gibt es heute noch Momente, wo du die mal auflegen musst? Nee, ich höre es wirklich oft. Also ich höre es so ganz oft, wenn ich so nach Dreharbeiten abends, Jungs, ne? Spät nachts, oder jetzt hatte ich eben einen Film, wo ich nur nachts gedreht habe, wo ich dann morgens um 8 in Zug bin, nach Hause gefahren bin. In dieser totalen Müdigkeit höre ich immer, man kann jetzt über mich denken, was man will. Das ja. Wirklich. Finde ich auch. Ich höre dann immer Motorhead, Slayer, Metallica und schlafe irgendwann alleine. Kannst du sowas nachvollziehen, Alexander? Hast du auch so eine Musik, wo du richtig drauf abgehst? Irgendwas aus der Jugend noch? Ja, also, ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt erwähnenswert. Aber was ich natürlich total kenne, ist, dass man dann nach so 12 Drehstunden am Set voller Intensität ist man natürlich noch so voll mit Adrenalin, dass man einfach irgendwas braucht, um erstmal überhaupt wieder eine Distanz zu schaffen zwischen dem Wahnsinn, den man quasi gerade erlebt oder gespielt hat oder den ganzen Gedanken im Kopf und dann dieses Runterkommen. Ne? Also mein Musikgeschmack allerdings ist sehr... irgendwo in der Mitte zwischen allem. Neutral. Ja. Aber weil sie gerade auch sagt, diese Energie, es gab ja wirklich auch diese Energie in jeder Form in deiner Jugend, muss man sagen. Also es gab diese Dorfdiskos, also natürlich ist nicht alles in deinem Buch exakt so passiert, aber es gab diese Diskotheken, es gab aber auch Schlägereien. Ja, ja klar, das klar. Muss, ja klar, hallo. Wir sind auf dem Lande, also das ist, da werden die Sachen auf kurzem Wegen geklärt. Ja. Was sollen wir aber da jetzt zum Kreis fahren, zum Landrat oder so? Aber echt immer noch so? Na, also ich weiß es nicht mehr, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Jugend unterwegs sozusagen. Wir Erwachsenen reden dann doch ein bisschen ausführlicher miteinander. Aber du bist ja auch, ich meine, es gab ja so Gemengelagen auch, ne? Du hattest lange Haare, also warst erkennbar, dann welche Musik du magst. Ich war gar nicht so gut, ich war nicht als krasser Mettler erkennbar. Es war, also gute Jeans waren ein Problem, bis ich dann mal eine Boxerjeans hatte, waren schon 2 Jahre rum. Und ich hatte so bis hier... Und ich hatte auch nie so eine richtig tolle Lederjacke. Ich hatte dann von irgendeinem Bauern, einem Freund meines Vaters, so eine Motorradlederjacke. Die ging mir so bis hier und die wog gefühlt 90 Kilo. Also die zog ich dann nur wirklich bei ganz wichtigen Anlässen an, weil sie einfach zu dick und zu schwer war. Aber ist auch ein Schutzpanzer dann gewesen im Zweifelsfall, oder? Aber wenn ich mit ihr auftrat, war sofort, alter, geil. Respekt. Ja? Richtig gut, richtig gut. Charlie. Hattest du auch so eine Jacke, Sebastian? Ich habe nur solche Jacken. Nur solche Jacken. Eine war ja im Osten wirklich schwierig, sowas zu kriegen. Ja, also, deshalb wegen der Platten. Also AC/DC war eine sogenannte Lizenzplatte. Ja, ja. Und es gab kleine Pressungen. Auch Lindenberg hat mal sowas gemacht. Es gab, die waren immer vergriffen. Ich habe mal im Schallplattenladen gearbeitet in Leipzig. Oh, an der Quelle? Ferienjobmäßig, da saß ich echt an der Quelle. Und da kamen Leute rein, die nur gefragt haben nach Lizenzplatten. Völlig unabhängig, was es war. Und gerade die AC/DC-Platte, an die kann ich mich auch noch erinnern. Ja, ja. Das Original sind ja die Jungs vorn drauf. Ja. Mit Angus in kurzen Hosen und so. Und unsere Platte war eben diesen Schriftzug. Und ich kenne das auch von den Klos, wie die Inschriften waren, wirklich. Und klar, ich kann das total nachvollziehen. Ja, ein schönes Bild. Und du bist ja natürlich, du wolltest gar keine Autobiografie schreiben, sollte wirklich um Motorhead gehen. Und trotzdem wühlt man sich ja dann so zurück nach Mecklenburg und in die, wie war das für dich, dir da selber auch nochmal mit langen Haaren und allem zu begegnen? Ach na, es ist doch so, das hatte ich bei diesem Mercy Seat, Nick Cave Schubert Projekt, was ich vor 2 Jahren gemacht habe, ja auch, dass man stolpert so fast über so einen unterbewussten Punkt von, warum hängst du da immer noch rum und hörst immer noch Nick Cave oder hörst immer noch Motorhead oder so. Ne? Und dann fragte mich eben der Lektor vom Kiwi, das war dann eben auch pünktlich zum Lockdown, was machst du jetzt so?
Ich sage, ja, ich habe gerade ganz viel Zeit. Und dann habe ich mich wirklich eher, ich dachte, ich frage mich das jetzt erstmal, wieso hörst du eigentlich heute noch Metal, Alter? Was ist mit dir los? Und dann kommt man doch schon auf einige Punkte, was eben mit diesem Zappeligen, mit dieser Sehnsucht nach wirklich so einem Energieverpulvern zu tun hat. Und auch der Humor, der dahinter steckt, also gerade bei Motorhead, das ist dann bei Metallica schon was anderes. Und bei Slayer wird's dann, ist sozusagen der Humor, den versteht dann wirklich kaum noch jemand so. Aber Motorhead ist wirklich sehr ironisch, sehr lässig. Ich habe einen Freund, der spielte die Sachen jetzt für mich mal, weil wir überlegen, das als Tour vielleicht zu machen, also sozusagen unplugged ein. Und auf einmal merkst du, da geht es um Swing, es geht um ganz viel Lässigkeit, es ist ganz viel so eine abgehangene Version, so eine Blue Note von Rock'n'Roll, es ist nicht... Ja, man ist ja bei Motorhead ja auch wirklich intellektuell ja eigentlich zu Hause. Also Lemmy, der Frontmann von Motorhead, der hat ja, also ich fand die Musik von Motorhead immer wirklich, also, ne? Aber die Interviews von Lemmy waren halt immer sensationell. Das ist wirklich einer der klügsten Menschen, von denen ich jemals etwas lesen durfte. Das lohnt sich wirklich sehr, die nochmal nachzulesen. Aber unbedingt. Philosoph. Wenn man das hier gerade bei dir schon gesehen hat, es wippt und zwingt ja sowieso. Eigentlich ist dein Plan gewesen, mit 50 selbst eine Metal-Platte zu machen. Ja. Steht der noch? Weil das wäre nächstes Jahr. Der steht noch. Wir müssen jetzt gucken, dass wir einfach diese 10 Tage finden, wo wir das reinprügeln. Braucht ihr unbedingt einen Gitarristen? Oder? Nö, mal gucken. Vielleicht machen wir, also es sollen ja nur 9 Songs sein. Am Ende brauchen wir auf jeden Fall Streicher. Na hallo. Sensationell, die Verabredung steht doch. Aber ich muss sagen, ich bin ganz begeistert, nachdem du dich auch beschreibst und heute auch noch bist, dass da überhaupt ein Buch rausgekommen ist. Du kritzelst ja auch gerne und bist gerne so unterwegs. Also, dass das alles in ein kleines Buch gepasst hat, wie du so bist, das ist doch beeindruckend. Ja, für dich selbst wahrscheinlich auch, ne? Vielleicht die Lebensrettung, alles in ein kleines Buch. Sagt Charlie Hübner, über den wir uns sehr freuen, dass er heute in unserer Runde ist. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, die nächste Einladung steht ja. Ne? Ihr kommt ja demnächst zusammen. Ihr kriegt dann den Doppelseat das nächste Mal, wenn ihr kommt. Ne? Also hier haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal ein Pärchen gebildet. Das andere hat sich bereits gefunden. Denn sie waren eine Jugendliebe. Dann kamen 40 Jahre, 2 Ehen, 8 Kinder dazwischen. Nur um irgendwann zu sagen, doch, jetzt können wir ja langsam mal über eine späte Liebe und das, was sie zusammenhält. Margot Käßmann und Andreas Helm, herzlich willkommen. Frau Käßmann, Sie sind ja ein Musterbeispiel vorbildlicher Rücktrittskultur. Wie haben Sie denn Armin Laschet zuletzt so wahrgenommen? Also ich bin in den letzten 11,5 Jahren, ist das jetzt glaube ich ja immer mal gefragt worden, ob ich in eine Talkshow komme zu Rücktritten anderer. Ich erinnere mich an Herrn Zuckenberg, Herrn Wulff und anderen, da habe ich immer gesagt, ich bin keine Rücktrittsexpertin, das möchte ich ganz klar sagen. Armin Laschet auch nicht. Allerdings, das will ich doch sagen, es macht natürlich auch frei, wenn du selbst entscheidest, ich gehe, ich übernehme die Verantwortung und gehe. Ja. Es ist auch eine enorme Belastung, denke ich. Ich habe vorhin ja auch schon alle hier ein bisschen gelächelt, wenn dann der Name fällt. Also das ist auch eine enorme Belastung. Er will den Weg gehen. Ich glaube, er geht den auch sehr selbst entschlossen. Das ist seine Entscheidung. Aber Rücktritte können auch frei machen, das kann ich nur sagen. Das wird er gerne hören. Irgendwann wird es möglicherweise gelingen. Aber warum fällt es manchen so schwer, loszulassen? Ich denke, das liegt auch dran, dass du dann nicht mehr unterscheidest zwischen Amt und Person. Das ist jetzt sehr lutherisch, aber dass du da denkst, also ich mit dem Amt, das bin ganz und gar ich. Und ohne dieses Amt bin ich überhaupt niemand mehr. Jemand hat mir mal gesagt, also wenn du keinen Dienstwagen mehr hast, mit dem du vorfährst, bist du doch niemand mehr. Also wenn man sich so hoch identifiziert, dann hat man auch die innere Freiheit verloren. Ich habe immer gesagt, ich bin als Bischof, ich habe mir auch überlegt, wenn du Bischöfin wirst, wie sieht denn Bischof aus? Also so sah ich nicht aus. Und dann habe ich gedacht, am einfachsten ist, du bleibst Margot Käßmann im Bischofsamt und wenn du dann nicht mehr Bischöfin bist, bist du immer noch Margot Käßmann. Und für mich war das auch richtig so. Also das hat sich für mich so bewahrheitet, sag ich mal. Um jetzt mal, ja. Um jetzt mal die Brücke von der Politik zur Liebe zu schlagen. Frau Laschet hat ja hier im Kölner Treff auch gesessen und sagte damals, als sie Armin Laschet kennengelernt hatte, haben beide sich umgeguckt und festgestellt,
ist leider nichts Besseres da. So, das ist ein relativ, getreues Zitat. Herr Helm, als Sie beiden sich vor über... Leider nichts Besseres da. Als Sie Ding fragen, wollte ich so nicht stellen. Nein, als Sie beide sich vor über 40 Jahren kennengelernt, wo war das eigentlich genau, als diese Jugendliebe erblühte? Ja, wir waren damals zusammen in einer Kirchengemeinde in Stadt Allendorf, das liegt ist in Mittelhessen. Und dort waren wir Kindergottesdiensthelfer und haben zusammen im Posaunenchor gespielt. Wir haben beide Posaune gespielt, von daher standen wir auch damals schon ziemlich dicht immer beieinander beim Posaunenspielen, auch mit anderen. Und was im Wesentlichen, glaube ich, dazu geführt hat, ist auch, dass wir unterhalb der Kirche hatten wir einen Kirchenkeller, der unbenutzt war, den wir aber umgebaut haben in eine Art Disco. Das brauchten wir damals, weil für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren gab es keine Möglichkeit, irgendwie auszugehen, wegzugehen. Ja. Und das war auch schon ein sozialer Brennpunkt dort, wo wir diese Kirchengemeinde hatten. Ja, dann haben wir den Keller ausgebaut und haben dann jeden Samstagabend haben wir dann eben unsere Musik gehört. Auch so eine Art sozialer Brennpunkt da unten. Ja, sozialer, genau. Und es wurde auch manchmal da ganz schön heiß auch, und das, weil auch der Keller keine Fenster hatte. Ja. Das führte dann dazu, dass wir auch ab und zu mal lüften mussten. Ja. Und dann war es so, wir uns dann, als ich eigentlich mit Margot schon längere Zeit zusammen war, gab sich das dann so eines Samstagsabends an einem lauen Sommerabend, dass da auf den Kirchhof, wo wir alle standen, um uns zu lüften. Ja, richtig. Wichtig gerade. Richtig. Ja. Ja, es war kein Corona, aber es hatte andere Gründe. So und so. Ja. Ja, und jedenfalls, als wir dann alle auf dem Kirchhof standen, da kam ein Mann auf einer Kreidler Florette angefahren und dann, Also das war jetzt das Ende. Ja, Moment, ich wollte gerade nachhaken. Also ich wollte jetzt hier das zarte Erblühen einer Liebe jetzt mal erforschen und jetzt tauchen wir schon in die Endphase ein. Ja, aber das war, wie lange ging das Ganze denn? Anderthalb Jahre. Okay, also man kann, wollte ich gerade sagen, also es ist schon eine ernsthafte Teenie-Liebe, kann man sagen, ne? So späte Teenie-Liebe und dann, okay, aber jetzt, wo sie ja schon, also ich höre den Zweitakter, den rieche ich ja schon, also von daher, da können wir auch drüber sprechen. Das heißt, sie waren anderthalb Jahre ungefähr zusammen und ich sag's mal anders, Herr Helm, für Sie fühlte es sich wie Liebe an. Oh, das ist jetzt dann, gemein. Ja, ist gemein. Aber, ja, ihr müsst dann ja auch dazu sagen, sie ist auf dem Moped davon gefahren. Nein, Frau Käsmann, da müssen Sie jetzt durch. Also dann kam der Mann. Wir wollten eigentlich über den Anfang sprechen. Also über das zwischenzeitliche Ende. Das heißt, dann kam der Mann mit dem Moped. Und was passierte dann? Ja, der tauchte irgendwie aus dem Nichts auf und fuhr dann auf diesen Kirchhof stellte sich dahin und wartete augenscheinlich auf jemanden. Ich wusste nicht genau, was da passiert war jetzt. Und der hatte eine Kreidler Florette. Und eine abgeschabte Lederjacke hatte er an. Also meine Oma hätte gesagt, das ist ein Halbstarker. Oder manche würden dann auch Gammler sagen. Oder Hippie war auch so ein Begriff damals. Sagt heute keiner mehr. Frau Käsmann hatte andere Definitionen. Auf jeden Fall kam der angefahren und wartete dort. Und auf einmal kam auch Margot eben aus unserem Disco-Keller und... Schwang sich aufs Moped und war dann, Also das war das Ende der Beziehung. Ja, das war das Ende. Also Frau Käsmann fuhr weg und kam erstmal nie mehr wieder. Ja, genau. Ja. Aber 40 Jahre ja nur, so lange hat es gedauert. Ja, wollte ich gerade sagen. Also diese Moped-Tour hat jetzt nicht 40 Jahre gedauert, sondern es war auch nicht der Mann, mit dem Sie dann eine Familie gegründet haben. Nein, also ich war 15, ich bitte wirklich um Nachsicht, ich war 15. Ja. Können Sie das trotzdem vielleicht nochmal kurz erläutern? Also wir haben ja alle hier Fragen. Nein, wir waren schon sehr, sehr verliebt, das muss ich doch erstmal sagen. Also wir waren 13 ich. Und waren sehr, sehr verliebt und haben dann uns Händchen gehalten, ganz heimlich. Und in dem Kirchenkeller konnte man dann auch mal heimlich einen Kuss austauschen zu Angie. Bei uns waren die Rolling Stones zu Hause nicht erlaubt, aber im Kirchenkeller war das alles möglich. und dann hat sich da was anderes ergeben, aber es war gar keine große Sache, weil ich kurz danach ein Jahr in die USA gegangen bin und da war sowieso alles anders. Nach 40 Jahren war er ja dann wieder da und ich war auch wieder da nach 40 Jahren. Also von daher denke ich immer, man muss das Leben, ein Theologe hat mal gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, es muss vorwärts gelebt werden. Also das haben Sie sehr schön gesagt, aber erklären Sie das mal einem 15-Jährigen. Ja, ich weiß. Tut mir leid.
Naja. Ja, das war die Pubertät und dann gleich mein erster großer Liebeskummer. Und also wenn aber damals eine Fee gekommen wäre und hätte gesagt, also keep cool, hab Geduld, in 40 Jahren hast du sie ja wieder. Genau. Hätte ich gesagt, was ist das für eine bösartige Fee, die mir solche Scherze macht. Aber Wahnsinn, wie das manchmal geht. Weil sie standen dann irgendwann in der Schlange, Frau Kissmann, sie hatten einen Auftritt und dann stand irgendwann dieser Mann vor ihnen. Und dann gehe ich davon aus, haben sie sofort gesagt, Mensch, du. Also es war 2014, ich habe einen Vortrag an der Uni gehalten in Gießen und Sie können sich vorstellen, nach so einem Vortrag da kommen lauter Leute, die sagen, ich habe ein Buch, würden Sie mal signieren und Tag Frau Käsmann und kennen Sie auch Sebastian Krumbiegel von Prinz oder irgend sowas und dann stand da jemand und sagte, hallo, ich bin Andreas. Dann habe ich gedacht, in meiner Generation gibt es auch noch mehr Andreas. Und dann wusste ich aber, das ist der Andreas. Und dann dachte ich, hat sich gar nicht so viel verändert in 40 Jahren. Dachte ich wirklich. Also Haare ein bisschen weniger, aber da hatte ich lange Haare auch so hier. Okay. Und ich habe mich gefreut. Also er war geschieden, ich war geschieden. Das haben wir erst alles hinterher herausgefunden. Aber ich habe mich erst mal... Ich wusste ja gar nicht, ob sie mich erkennen würde. Als ich dann auf einmal vor ihr stand, nach 40 Jahren. Ja. Ich meine, wie sie aussieht, das wusste ich ja. In welcher Intention haben Sie sich eigentlich in die Schlange gestellt? Also was war so der Gedanke? Das ist sehr interessant. Wollten Sie abrechnen? Nein, ich wollte nicht abrechnen. Das war auch nicht meine Absicht. Es war überhaupt nicht meine Absicht, dahin zu gehen und um anschließend nach vorne zu gehen. Sondern ich wollte eigentlich schon rausgehen. Mhm. Und dann auf einmal sprach eine innere Stimme zu mir. Geh doch mal... So ungefähr jedenfalls. Geht auch mal nach vorne und sagt mal guten Tag. Ja, ich wusste nicht so genau, ob das jetzt der richtige Moment war. Mhm. Dann habe ich es aber doch gemacht, habe mich in die Schlange gestellt. Auf dem Weg dahin habe ich mich gefragt, wie stellst du dich jetzt eigentlich vor? Was sagst du denn jetzt? Nennst du deinen Namen oder wird sie dich wiedererkennen? Ja. Also illusorisch eigentlich nach 40 Jahren. Ja, aber gut, dann stand ich eben vor ihr und habe dann gesagt, hallo, ich bin Andreas. So. Ja, und dann, sonst hätte sie mich wahrscheinlich nicht wieder. Draußen steht mein Moped. Der war gut. Aber Sie haben dann ja tatsächlich Nummern ausgetauscht. Also es war ja offensichtlich dann doch irgendwie direkt eine gewisse Form der, sagen wir mal, Sympathie zumindest da. Und dann ging es aber doch vergleichsweise schnell eigentlich. Ja, das ging relativ schnell. Also. Ja, es hatte angefangen, also mit dem Vortrag, das war im Februar. Und dann hatten wir uns im Sommer nochmal getroffen in Berlin. Ein vorher schon mal beim Pizza essen. Ah ja, da auch, ja. Und dann im Sommer dann in Berlin. Nicht, dass ich mehr rede als er, niemals. Als Margot noch in Berlin wohnte und meine Tochter wohnte auch in Berlin, da haben wir das miteinander verknüpft. Wir haben uns also getroffen am Schlachtensee. Haben Sie sich im freundschaftlichen Sinne getroffen oder... Wir haben uns in dem Moment noch eigentlich im freundschaftlichen Sinne getroffen. Und wer hat es denn zuerst gemerkt, dass da wieder was kommt? Also jetzt sag ich mal, wir haben uns erst bei dieser Pizzeria, das weiß ich nämlich noch, da haben wir uns ja erstmal versucht, diese 40 Jahre schnell zu erzählen, so über eine Pizza. Und da war dann klar, also wir haben jede 4 Kinder, 2 heißen gleich, wir haben beide Zwillinge, also die sind alle innerhalb von 10 Jahren geboren. Hammer. Wir haben beide eine Ehe geführt, die nach 26 Jahren geschieden wurde. Und wir kennen uns halt von früher, ja. Also eine lustige Szene war, als ich dann mit zu Andreas Mutter, die lebt noch, zum Geburtstag kam, da sagte die so ungefähr, ach, hallo Margot, lange nicht gesehen. das war für mich dann auch sehr angenehm, muss ich sagen. Man kennt sich eben von früher. Und ich sag mal, beim Schlachtensee, lieber, da ist es, glaube ich, so. Weil wir sind dann nochmal am Schlachtensee. Und dann haben wir gesagt, um die krumme Lanke könnten wir jetzt eigentlich auch noch gehen. Weil es entsteht auch sehr schnell so eine Vertrautheit, wie sie früher schon mal da war. Das ist nicht zu leugnen. Also es ist einfach da. Und und dann knüpft man auch schnell wieder an Vergangenes. Und das kann man sich natürlich als junger Mensch nicht vorstellen. Aber 40 Jahre gehen ja unglaublich schnell rum. Inwieweit haben Sie auch bei Frau Kissmann entdeckt, die ist wie früher. Also was ist immer noch da? Was an Jung? Ich muss, muss nichts Negatives, kann auch was Positives sein. Was war so da, wo Sie... Ich vertrete ja die These, dass eigentlich so der Wesenskern eines Menschen sich im Laufe eines Lebens nicht merklich ändert. Dass das Substanzielle eigentlich vorhanden bleibt, also ein Leben lang. Ich glaube, da tut sich nicht viel. Es kann natürlich über Schicksalsereignisse was anderes sich ergeben, aber... Und von daher, wie gesagt, ist über diese sofortige Vertrautheit, die wieder da war, auch ein ganz offenes Gespräch dann zustande gekommen und dann, harmonierte das sofort. So einen bestimmten Charakterzug oder vielleicht auch umgekehrt, Frau Kissmann, an ihm?
Nee, das hat mir damals schon an Andreas gefallen. Also ich mag den als Typ. Das war, sonst hätte ich mich als Jugendliche nicht in ihn verliebt. Auch den subtilen Humor, den er hat. Er spielt ja auch Kindertheater und Clowntheater. Also wie er Menschen auch mitnehmen kann, das hat er damals schon gemacht. Wir haben Kindergottesdienst zusammen gemacht. Er spielt auch noch Posaune, ne? Sie spielt auch Posaune da im Jazzband und sowas. Und dann erinnere ich mich, wir hatten Kindergottesdienst und hatten beispielsweise... Die Frage war, wie machen wir das jetzt mit diesen ganzen Kindern? Da war auch Fehim dabei, Muslim, das war damals gar kein so großes Thema. Und dann war Andreas, so hat gesagt, Fehim wird Hirte, muss er nicht viel sagen, Muslim oder nicht, das geht so. Und das hat mir schon damals gefallen. Das ist so ein menschenfreundlicher Pragmatismus, der gefällt mir. Und ja, ich glaube, dass ob zwei Menschen sich mögen, ob die sich riechen können, ob die sich leiden können, da würde ich dir recht geben. Also dass dieses Verliebtsein, was es damals war, das ist natürlich mit Mitte 50 was anderes. Oder jetzt sind wir beide über 60, ja. Also das kannst du nicht vergleichen, aber... Die Sympathie für einen Menschen, die bleibt, glaube ich, vorhanden. Ja, und trotzdem haben sich natürlich im Laufe der Jahre dann so gewisse, sagen wir mal, Marotten eingeschlichen. Wenn man eine Weile alleine gelebt hat, hat man sich auch so eingerichtet. Also was ist so der Punkt, wo Sie merken, ach, alleine war auch nicht so schlecht. Bist du jetzt dran? Ja. Ja, das muss man natürlich sich überlegen, dass wenn man weiß ja, wenn man schon eine 2,5 Jahrzehnte dauernde Ehe hinter sich hat, dass so Dinge auch schief gehen können. Also es gibt ja für nichts im Leben eine Garantie. Und dann überlegt man sich schon, ob man diesen Schritt nochmal wagt und eine Beziehung sucht. Und vor allen Dingen auch eine Beziehung, die dann auch von Dauerhaftigkeit geprägt sein soll. Ich meine, das denke ich schon, erfordert schon Mut. Also das nochmal so in dieser Form zu wagen. Das ist die Frage, warum eigentlich Mut? Also wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist es doch eher so, dass man nur die eigene Bequemlichkeit überwinden muss. Aber was hat das mit Mut zu tun? Weil im schlimmsten Falle geht es wieder auseinander und man sagt, boah. Ja, also man braucht schon Mut, weil man ja, wie gesagt, man hat schon erlebt, wie also eine langjährige Beziehung zu Ende gehen kann und welche Klippen existieren können, ja, die dann dazu führen, dass es eben nicht gut geht. Mhm. Und dass diese Klippen, die hat man nicht, wenn man in jungen Jahren, ich sag mal, jetzt in Familie gründet, ins Berufsleben eintaucht und ein Haus baut und so weiter und die Ärmel hochkrempelt und so. Das ist... für mich, das ist vielleicht auch Mut, aber das ist teilweise, würde ich sagen, auch übermütig teilweise. Ja. Ja, also man ist da unbefangener. Ja. Und wenn man jetzt schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann weiß man schon, ich sag mal, wo die Klippen oder manchmal, die Fallstricke des Lebens dann auch liegen. Manchmal sind es ja auch nicht unbedingt Klippen, sondern Klammern. Also dass Beziehungen am Klammern scheitern, das kennt man ja, aber dass Beziehungen an Klammern scheitern, das ist neu. Also Wäscheklammern in dem Zusammenhang. Jetzt mal, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Wie dem Buch, ja. Ja. Ja, das ist ja nur so ein Beispiel für eine Macke. Also ja, also Andreas lässt ständig die Wäscheklammern hängen und ich nehme die Wäscheklammern ab. Aber das sind so Macken, die man eben hat, wenn man älter geworden ist. Nur ich finde, was Sie sagen, also wenn es nicht passt, dann trennt man sich halt wieder. Das fände ich blöd, weil ich möchte, wenn ich eine Partnerschaft nochmal eingehe, dann möchte ich eine ernsthafte eingehen, die auch nicht eine Lebensabschnittspartnerschaft von vornherein ist. Und ich glaube, das meinst du ja auch, dass man sagt, wir wollen zusammen alt werden und wenn du so alt bist wie wir, dann musst du auch, dann bist du eben nicht mehr 20 oder 30, sondern weißt du auch, wissen wir auch aus unserem Umfeld inzwischen, da kannst du einen Schlaganfall geben, da kann es sein, dass einer nicht mehr so mobil ist, da kannst du anfangen, dass du nicht mehr so ganz mithalten kannst mit allem. Und bist du dann auch bereit, zusammen alt zu werden? Ja? Also da kannst du nicht naiv rangehen in unserem Alter. Und ich meine, dass wir uns dazu entschieden haben, das fand ich dann auch. Das ist schon ein bisschen mutig zu sagen. Also ich bin nicht mehr 40, bin nicht mehr 50, bin jetzt 63. Ja. Naja, solange draußen keiner mit dem Moped wartet, stelle ich hier eine gute Sozialprognose aus. Das wird mir jetzt ewig nachhängen. Da können Sie fest von ausgehen, Frau Käßmann. Vielen Dank, Margot Käßmann, Andreas Held. Danke. Auch eine schöne Geschichte eigentlich für einen Kinofilm. Ja, total. Alexandra hat so im Kopf schon die Kinoszenen mit. Man hat so diese ganzen Szenen vor Augen, wie das stattgefunden haben. Also man ist sofort im Kino unterwegs. Aber das kann man mit dir auch aktuell sein. Du bist gerade im Kino zu sehen mit einem Film, in dem du dir, glaube ich, auch sehr oft selbst begegnet bist. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Alexandra Maria Lara. Herzlich willkommen nochmal.
hast jetzt gerade schon ein paar Premieren hinter dir, gerade angelaufen. Töchter ist die Romanverfilmung jetzt in den Kinos gestartet. Mhm. Ja, im Grunde ist es die Geschichte zwei Freundinnen um die 40 unterwegs. Mhm. Es gibt zum Teil abwesende Väter und es gibt sozusagen das Leben aufzuräumen, ein Roadmovie. Ihr seid sehr viel unterwegs gewesen und das vor allem in Corona-Zeiten. Das war, glaube ich, nicht ganz unanstrengend, oder? Diesen Film zu Ende zu bringen? Nee, es war nicht ganz unanstrengend und es war vor allen Dingen, also wir waren so froh, dass wir dieses Projekt machen können. Also meine Kollegin, die Birgit Minnigmeier und ich, wir haben uns einfach so gefreut und irgendwie war schon klar, bevor wir angefangen haben, dass das wahrscheinlich ein besonderes Erlebnis werden wird und das war es auch. Aber dann haben wir ganz euphorisch angefangen zu drehen in Köln und dann war nach 9 Drehtagen war dann Abbruch und dann Lockdown und dann waren wir ja erst in Köln. Und ja, ja, und ihr musstet in 4 Länder, ne? Muss man ja, dazu wir sagen. Wir mussten auf jeden Fall irgendwie so geschichtlich noch nach Italien und irgendwie auch nach Griechenland kommen. Und ich weiß noch, dass ich dann immer im Lockdown zu Hause saß und dachte, also beim besten Willen glaube ich nicht, dass wir diesen Film fertig machen können, fertig erzählen können. Und wir hatten aber eine wirklich außergewöhnliche Produzentin, die einfach filmverrückt ist und Film liebt. Die Bettina Brokemper. Und das ist eine ganz leidenschaftliche Produzentin. Und die ist da mit Herzblut an die Sache gegangen und hat gesagt, doch, wir nehmen dieses Risiko auf uns und erzählen es fertig, weil das eine Geschichte ist, die wir einfach erzählen wollen. Also es war auch wirklich bewegend, ja, die ist auch irgendwie sehr mitreißend geworden. Mhm. Also man glaubt euch diese Rollen wirklich, also man merkt, dass ihr das lebt zusammen mit deiner Freundin Betty, heißt sie ja im Film, seid ihr unterwegs. Du sollst deinen Vater auf seiner letzten Reise in die Schweiz eigentlich begleiten. Mhm. Es kommt natürlich alles anders, aber wir schauen mal kurz rein. Gerne. Ja, ja, der Lago Maggiore, da würde ich gerne noch mal hinfahren. Papa, ich denke, du willst sterben. Ja, vielleicht will er mir vorher noch ein bisschen erholen. Kann man da anrufen und sagen, er fühlt sich heute nicht so, er will lieber morgen sterben oder nächste Woche? Hallo? Ich fahre. Aber du bist seit 5 Jahren und 2 Monaten und es ist Zeit, endlich darüber hinwegzukommen. Aber doch nicht hier. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wir schaffen das schon. Ja. Töchter, ich habe es gesagt, es geht natürlich um das Verhältnis, also auch deine Freundin sucht dort ihren Stiefvater, also es geht wirklich viel um dieses Verhältnis Töchter und ihre Väter. Mhm. Nicht wie im Film, sondern in deinem echten Leben hattest du ein sehr inniges Verhältnis zu deinem Vater. Ihr beide wart schon, ja. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben, was ihr hattet? Also auf jeden Fall ungewöhnlich und außergewöhnlich. Dass, man denkt ja dann immer wieder darüber nach, warum das auch so ist. Aber meine Mama, mein Papa und ich waren so sehr zusammen, wir drei. Und das hat bestimmt auch mit der Flucht aus Rumänien und so zu tun, dass wir dann einfach da irgendwie, dass uns das noch mal näher zusammengebracht hat. Als du dann nach Deutschland gekommen, als genau, du Kind warst. Genau. Und, ja, gut, das, wahrscheinlich ist das so, ne? Das schweißt einen dann noch mehr so als Dreieck zusammen. Ja, irgendwie glaube ich schon. Und unabhängig davon habe ich einfach ein wahnsinniges Glück gehabt, von meinen Eltern geliebt zu werden. Und umgekehrt hatte ich nie Scheu davor, meinen Eltern auch zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Aber mein Vater war ja Schauspieler und als ich dann irgendwann eben auch, ich war dann irgendwann Schülerin an seiner Schauspielschule und wir hatten eben immer diese sehr herzliche, innige Beziehung Vater und Tochter, aber wir hatten auch noch obendrauf den Beruf sozusagen, den wir beide so... Wo du auch viel von ihm lernen konntest. Gibt's irgendwas, was du sagst, das ist so richtig so, das habe ich immer von meinem Papa mit dabei, etwas, was er dir so mitgegeben hat? Ach, ich habe meinen Vater immer, der fehlt mir wahnsinnig, aber ich habe den immer so bei mir und ich habe den im Ohr und der hat mir so viele tolle Sachen
Sachen. Also der Satz, der mir immer wieder im Kopf nachhalt, ist Humor. Alexandra, vergiss nicht den Humor, weil mein Vater war ein sehr kluger und sehr lustiger Mann. Und ich bin manchmal nicht so lustig. Immer wenn er mir dann was Gutes mit auf den Weg geben wollte, wollte er mich eben daran erinnern, dass man den Humor nicht verlieren darf. Und das ist wirklich ganz schön auch in unserer Geschichte, weil das ist ja auch das Schöne an diesem Film. Das ist einfach kein einfacher Lebensumstand. Ein Abschied steht irgendwie, ist in der Luft da. Ja? Und der ist so, der berührt einen so, aber der ist eben auch so, man muss einfach auch aus ganzem Herzen lachen, weil es halt so ist. Die Dialoge dazwischen, so, die man an den Stellen dann auch zum Teil gar nicht erwartet hätte, das macht den Film absolut aus. Aber was natürlich bei dem, was du gerade erzählst, absolut bemerkenswert ist, dein Vater ist 2019 verstorben, er hatte dieses wunderbare Verhältnis. Und dann macht man einen Film, der Töchter heißt und wo man von seinem Vater Abschied nimmt. Zwar dann nur im Film, aber das ist ja wahrscheinlich für dich, also ich stelle mir das zumindest relativ schwierig vor, zu sagen, da mache ich jetzt mit. Ja, also ich habe mich das dann irgendwann, ich meine, ich kannte meinen Vater sehr gut, logischerweise. Und ich wusste natürlich sofort, was mein Vater mir sagen würde, wenn ich ihn fragen würde, ja, sag mal, hältst du das jetzt für eine gute Idee oder nicht? Und mein Vater hätte auf jeden Fall gesagt, dass ich das machen muss. Und das ist einfach so eine, also ich hatte meinen Vater eh die ganze Zeit bei mir und dann hatte ich ja diesen wundervollen Filmvater, der von dem wahnsinnig tollen Josef Bierbichler gespielt wurde. Es war so, weiß nicht, es war einfach so besonders. Ja, ich habe dann auch irgendwie so ein schönes Verhältnis zu Josef da aufgebaut in dieser Zeit und wir drei mit der Birgit, es war einfach so irre alles und irgendwie war mein Vater trotzdem auch die ganze Zeit bei mir und ich weiß das einfach, dass er das großartig findet, dass ich das gemacht habe. Natürlich, weiß, der hätte gesagt, du bist verrückt, sowas nicht zu spielen, nur weil ich und jetzt woanders da gehabt habe. Ja, genau. Das ist ein super Film geworden. Ja, danke. Was auch ein ganz großes Thema ist in diesem Film, ist das Thema Freundschaft. Du bist mit deiner Freundin Betty da unterwegs. Es ist eine ganz besondere Chemie auch zwischen, auch weil ihr so unterschiedlich seid in diesem Film. Mhm. Aber hast du sowas auch im echten Leben? So eine richtige beste Freundin, so jemanden, den man dann hat, wo man sagt, Mensch, also da kann ich mit alles mitmachen. Ja, also so ähnlich wie mit meinen Eltern habe ich auch da großes Glück. Ich würde mal sagen, ich habe so eine, ich kenne eh viele liebe, tolle Menschen, die ich einfach toll finde, aber ich habe so eine Handvoll Freundinnen, die von denen ich genau weiß, dass die die mich auch wirklich schon lange begleiten. Das finde ich jetzt eben, das finde ich auch am Älterwerden einfach so irre und so schön, ja, wenn man dann so zusammen auf Erinnerungen und Geteiltes zurückgucken kann und einfach sich in so vielen unterschiedlichen Farben und Situationen kennt, ja. Und es ist so schön, apropos, also wegen Freundschaft, ne? Freundschaften, finde ich, haben ja dann immer im besten Falle einfach so eine ganz hohe Selbstverständlichkeit. Ja? Man muss nichts erklären, man muss nichts verstellen, man muss nicht, sondern es ist halt ganz selbstverständlich. Und deswegen, als ich das Buch gelesen habe zu Töchter, habe ich gedacht, das ist keine einfache Aufgabe. Aber mit der Birgit, die einfach eine grandiose Schauspielerin ist und mit der ich zum ersten Mal zusammengespielt habe, vor fast 20 Jahren in der Untergang, ja, und wir schon damals sehr unterschiedlich, wir sind sehr unterschiedliche Wesen und doch haben wir so eine ganz starke, ganz jetzt innige Verbindung. Sofort da war diese Verbindung, ne, als ihr euch wieder gesehen habt. Ja, das war so irre. Wir haben uns lange nicht gesehen und dann ging irgendwie die Tür auf und dann, wie das ja manchmal bei uns so ist, ne, bei Schauspielern, irre, ja, dann ging, und es war wirklich, als wäre ein Schnitt keine 17 Jahre dazwischen vergangen, sondern als würden wir wie damals, sie laut, ich komisch, ja, wir Arm in Arm, und wir haben uns zwar so schön, weil wir sind zum Casting gegangen, also wir mussten schon auch vorsprechen, ja, und ich habe immer Pech beim Casting, normalerweise kriegen immer meine Kolleginnen die Rollen, und deswegen dachte ich schon so, deswegen bist du ja auch quasi gar nicht zu sehen. Doch, irgendwo. Nee, ich meine, so meinte ich das nicht, ich durfte wahnsinnig schöne Sachen machen, aber irgendwie beim Casting weiß ich immer nicht so genau, immer eine komische Sache, und ich wollte aber so unbedingt diese Martha, diese Rolle spielen und bin da angekommen und wusste nicht, mit wem ich zusammen spielen würde, und da polterte auch schon Birgit da aus diesem aus diesem Laden raus und sprang mir um den Hals und ich legte ihr meine Hand um ihre Schulter, und dann sind wir da so reinmarschiert und dann habe ich laut gesagt, die wären ja
verrückt, wenn sie uns nicht besetzen würden. Ja. Und zum Glück ist es ja so. Aber ich meine, das ist wirklich eine schöne Freundschaftsgeschichte auch in diesem Business. Ja. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, Freundschaften zu pflegen, weil man ja auch viel unterwegs ist. Ich weiß nicht, Nike, Freundschaften pflegen ist ja, du bist ja noch sehr jung, das heißt, du kannst ja noch viele Leute auch direkt aus deiner Kindheit mitnehmen, aber auch als junge Politikerin, ist es eigentlich so einfach, mal eine Freundschaft zu pflegen, sich da auch regelmäßig zu sehen? Also manchmal ist echt schwer, dann noch mit den Leuten, die halt nicht in politischen Betrieb sind, irgendwie wirklich immer diesen Kontakt so zu halten, weil man die Termine teilweise so Schlag auf Schlag hat und dann auch in den Wochenenden, dann sind irgendwie Parteitage oder Konferenzen. Mhm. Aber es ergeben sich natürlich auch über die Politik Freundschaften. Man hört ja viel Gutes über Parteifreundschaften. Also. Lass sie mal noch. Jetzt noch ja, kann sie da, sie fängt ja erst an in Berlin und da gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, tatsächlich mal Freundschaften da auch neue ja zu entdecken. Was ich auch ganz schön finde, da kommst du auch noch hin, Nike, aber das dauert noch ein bisschen. Ihr habt so ein bisschen das Thema Frauen um die 40 ja. und diese Themen, die sich da ändern. Ja. Das finde ich auch ganz spannend. Kennst du das aus dem, also hast du dann im Drehbuch gesagt, oh, das ist auch totaler Blödsinn oder hey, das kenne ich auch aus dem eigenen Leben? Nee, ich fand das so toll, weil ich lese ja auch andere Drehbücher oder wie auch immer oder denkt dann manchmal, passt das oder passt das nicht und manchmal liest man auch Rollen, wo man einfach denkt, komisch, dass die mich überhaupt fragen, weil eigentlich passt das doch gar nicht so richtig, ja. Und das war eben bei dem Drehbuch zu Töchter so anders, dass ich dachte, nee, das ist genau wie bei meinen Freundinnen und mir und das sind einfach die Themen, weiß ich nicht, Kinderwunsch, Eltern, die älter werden, Frauen wie Männer, die sich ab einem bestimmten Alter logischerweise andere Fragen stellen als noch 10 Jahre vorher. Welche Themen verschwinden? Welche Themen verschwinden? Die leichteren. Nee, keine Ahnung. Welche Themen so mit 40 verschwinden, meinst du? Ja. Weiß ich gar nicht so genau. Bei mir sind irgendwie so viele dazugekommen irgendwie. Aber ich meine, ich weiß es nicht, David, du bist auch jetzt, kann man ja mal sagen bei dir, ne? Auch knapp 40 quasi. 41. Ja. Verändern sich bei Männern auch die Themen? Nein. Eigentlich nicht. Ich glaube, da sind Frauen etwas vielseitiger. Also bei mir geht's ja eh, mein ganzes Leben dreht sich nur um Musik. Natürlich um das Geschäft drumherum. Okay. Aber dass Themen sich verändern bis jetzt. Ja, das kommt noch. Es kommt was dazu, da gebe ich dir recht. Es kommt immer was Neues ne? dazu, neue Lebenserfahrungen und natürlich auch neue Menschen, neue Freundschaften. Aber der Beziehungserhalt ist, glaube ich, ein zentrales Thema, wenn man so die 40 aufwärts ist. Also nicht nur die erotische Beziehung, sondern die Beziehung zu anderen Leuten auch. Also das Beziehung knüpfen ist vorher vielleicht das größere Thema, aber der Beziehungserhalt, das ist mal so mein Eindruck. Und zwar Männer wie Frauen. Eine Frage müssen wir auf jeden Fall mit dir noch klären. Ja. Wir haben gerade in dem Ausschnitt gesehen, dass du ins Auto gestiegen bist und fantastisch ausgeparkt hast aus diesem Parkhaus. Ist das etwas, was dir aus dem auch bekannt vorkommt aus deinem echten Leben oder ist das war das jetzt mal gespielt? Nee, also tatsächlich, wir hatten lustige Diskussionen vorab und die haben dann gesagt, ja, also das wäre toll, wenn du da, super, dass du da so unsicher bist, weil ich hasse Steigungen. Ich hasse, also ich fahre gerne gerade und ich fahre ungerne hoch. Ja. Und wobei wir in dem Parkhaus immer noch sind, ne? Also das klingt, wir sind jetzt nicht auf dem Berg, sondern du magst Parkhäuser schon nicht so, ne? Genau, nee, und insgesamt, also ich fahre, es ist okay, Auto zu fahren, aber es ist jetzt nicht meine große Leidenschaft und ich fahre immer 50 und es ist relativ langweilig. Ich fahre immer 50, ist auch ja eigentlich oder 30. Ne? Ja. Also, ich hoffe, auf den Autobahnen ändert sich das. Nee, ich fahre eben nicht so gerne Autobahn und ich fahre eben auch nicht so gerne Steigung, weil die Angst natürlich im Parkhaus immer ist, derjenige, der weg soll, so dass du in einem Sprung durchfährst, der bleibt irgendwie aus Versehen doch stehen und man kommt auf dem höchsten Punkt der Steigung zum Stehen. Und was macht man dann? Und das macht mir Panik. Und das erklärte ich also nun unserer Regisseurin, der Nana und unserem Kameramann. Und die waren super. Perfekt. Und genau mit der Stimmung müssen wir das dann machen. Und dann kam aber der Drehtag und dann haben die gesehen, dass ich käseweiß war. Und als ich gesehen habe, wir haben ja in Italien dann doch irgendwie in Corona-Zeiten diesen Weg nach Italien geschafft und standen endlich in diesem wahnsinnig engen Parkhaus. Und als ich gesehen habe, wie hoch diese Steigung ist, habe ich gedacht, ich fahre gleich wieder ins Hotel. Was wir alle spüren, es ist gut, dass du Schauspielerin geworden bist und nicht Taxifahrerin. Ja. Alexandra Maria Lang, schön, dass du da warst. Steigung. Am liebsten würde ich jetzt mit dir fahren, weil es so lustig klingt. Ja, komm, das machen wir. Ich fahre dich nach Hause, nach Feierabend. Cheers, ja.
Da kann der Fahrdienst auf jeden Fall jetzt schon mal Feierabend gehen, das war auch schon mal schön. Dann ist der Puls auf jeden Fall oben bis nachts um 4 Uhr. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mit dem neu gewählten Bundestag nicht nur der alte Muff zurück in die Sitze kehrt, sondern frischer Wind reinkommt. Das haben wir Menschen wie ihr zu verdanken. Die Grünen sind eben nicht nur Robert Habeck und Annalena Baerbock, sondern halt eben auch Menschen wie Sie. Herzlich willkommen, Nike Slavik. Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreich absolvierten Bundestagswahl. Kann man auch nicht allen sagen. Danke. Ja. Vielleicht direkt als Anmerkung, also dass so viel frischer Wind im Bundestag ist, das haben wir auch den WählerInnen einfach zu verdanken. Da weil, spricht die professionelle Ja, weil man muss auch dazu sagen, dass die Parteien sehr unterschiedliches Personal aufgestellt haben. Und gerade wir Grüne und auch die SPD sind mit vielen jungen Leuten angetreten. Das stimmt, ja. Und wir haben beide gut abgeschnitten. Und das ist auch der Grund, weswegen jetzt viele junge Leute wie ich in diesem Bundestag sind. Deswegen ist heftig ampelt gerade. Ne? Ja. Jetzt warst du ja schon mal in diesem Bundestag. Wie fühlt sich das eigentlich an? Also wenn man sich diesen Plenarsaal anguckt, in dem ja nun wirklich berühmte geschichtliche Figuren gesessen und geredet haben, hat das so eine gewisse Aura? Ja, also ich brauche noch immer, um das irgendwie zu verarbeiten, dass das jetzt wirklich real ist. Ich habe vorgestern eine Hausführung gemacht und bin durch den Bundestag gelaufen, habe so ein bisschen was erklärt bekommen, was viele Leute auch gar nicht wissen. Der Bundestag ist nicht nur der Reichstag, den man immer so vor Augen hat, sondern auch noch die anderen Gebäude, wo dann die Büros untergebracht sind und die sind alle mit so komplexen Tunneln miteinander. Es sind aber viel zu wenige Büros gerade, ne? Weil der Bundestag. Ja, genau. Ich teile mir gerade auch mein Büro jetzt, also ich habe noch kein eigenes Büro, bin jetzt bei Katharina Dröge, meiner Kölner Kollegin, eingezogen, habe da einen eigenen Schreibtisch, total süß, die haben mich auch mit Blumen in Empfang genommen, die hatten sie schon letzte Woche besorgt und ich habe es erst diese Woche geschafft, zum ersten Mal in dieses Büro zu gehen. Haben die sich so lange gehalten? Ja, die sind schon ein bisschen, aber Trockenblumen sind ja jetzt groß im Trend, deswegen war das nicht so schlimm, aber also ich bin da auch eine halbe Stunde, das war direkt nach der Hausführung, dann habe ich es auch geschafft, ins richtige Gebäude zu gehen, durch die Tunnel. Hatte vorher super viel Historisches gesehen, im Reichstag erklärt bekommen, die Inschriften in den Blöcken dieser Steine sind noch von den russischen Soldaten vom Tag der Befreiung 45. Wenn man unter dem Tunnel von einem Gebäude ins nächste geht, ist noch ein Mauertunnel da, wo die Berliner Mauer war. Diverse und die CDUler, die sich da unten angekettet haben, weil sie nein, könnt ihr nicht sozusagen, mehr, also nicht mehr es, raus. Es ist wahnsinnig, also es ist eine wahnsinnige Ehre. Ja. Also ich fühle mich hast wahnsinnig. Du schon mal Probe gesessen? Also hast du ja, tatsächlich habe ich schon Probe gesessen, auch im Plenarsaal. Also eigentlich war das in den letzten Legislaturperioden so, dass einem diese Ehre erst zuteil wird am Tag der konstituierenden Sitzung. Ja. Also wenn alle aktuell gewählten Bundestagsabgeordneten zusammenkommen und dann eröffnet wird und dann wird gesagt, sie sind jetzt alle gewählt. Und wir haben aber jetzt schon vorher im Plenarsaal gesessen, weil wir haben ja die Corona-Situation und wir müssen im Bundestag auch alle Abstand noch voneinander halten, sind möglichst immer mit Maske unterwegs auf den Fluren. Und weil die Räume aktuell zu klein sind für uns, finden jetzt alle Fraktionssitzungen von allen Fraktionen im Plenarsaal statt. Das hat höchstwahrscheinlich Karl Lauterbach durchgesetzt, gegen den du ja sogar angetreten. Wie ist das eigentlich, wenn man in Leverkusen gegen so ein Nationalheiligtum antritt? Ja, also total aufregend und spannend. Also ich habe Karl Lauterbach ja sehr gut kennenlernen dürfen im Wahlkampf. Er war auch häufig von Kamerateams begleitet oder Ach, von JournalistInnen. So, tritt er gerne vor Kamera? Also. Ja, also ich sag mal, als ich angetreten bin, habe ich mich davon nicht einschüchtern lassen. Ich bin halt gebürtige Leverkusenerin und für mich war immer klar, wenn ich jetzt für den Bundestag kandidiere, dann mache ich das
ist auch in Leverkusen. Und ich habe halt einfach dann nochmal gesagt, so okay, in diesem Wahlkreis sind bisher immer nur Männer gewählt worden. Vielleicht schafft es ja jetzt auch mal eine Frau gewählt zu werden und habe dann halt auch meinen Hut in den Ring geworfen. Hat dann direkt nicht geklappt, aber ich bin jetzt über die Landesliste der Grünen eingezogen. Fantastisch, sehr gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehst du da rein? Also als erste Transfrau, als eine von zweien, oder gehst du da rein für klassisch grüne Belange? Was ist dein Kernthema? Wofür bist du in erster Linie dort im Plenarsaal? Also zunächst einmal mag ich eigentlich das gar nicht so gerne, diese Betitelung Transfrau. Ja. Also erstmal bin ich eigentlich Mensch. Und dann bin ich eine Frau, auch so wie andere Frauen. Und ich habe eben die Geschichte, dass bei meiner Geburt gesagt wurde, Junge, ich konnte mich damit aber nie identifizieren und bin dann eben diesen Weg gegangen, dass ich mich geoutet habe, eine Geschlechtsangleichung gemacht habe und so. Und ich gehe damit offen um. So. Und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich und meine Kollegin aus Bayern, auch von den Grünen, Tessa Ganserer, wir sind jetzt die ersten geouteten Transpersonen, weil wir die ersten sind, die da offen zu stehen, offen mit umgehen. Ich weiß aber gar nicht, ob vielleicht auch vorher schon mal jemand anders da drin war. Aber ich bringe jetzt beides mit, weil mir war das immer ein wichtiges Anliegen, irgendwie offen damit umzugehen und auch zu sagen, hey, wir haben immer noch so viele Diskriminierungen in der Gesellschaft. Also jeden Tag werden Menschen auch angegriffen im Netz oder auf der Straße wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Sexualität, wegen ihrer geschlechtlichen Identität. Und es ist ja auch so krass, was in den letzten Jahren eigentlich alles passiert ist mit dem starken Rechtsruck, der vielen Menschen, die Teil von einer gesellschaftlichen Minderheit sind, ja auch krass Angst gemacht hat. Ne? Ja. Die gesagt haben, okay, die Uhren drehen sich jetzt irgendwie zurück. Was passiert dann mit mir, wenn jetzt eigentlich so eine AfD irgendwie in den Bundestag kommt? Und in Osteuropa haben wir das ja auch gesehen, beispielsweise in Polen, in Ungarn, wo auch viele Gesetze jetzt verabschiedet worden sind, die queere Menschen stark bedrohen. Also in Ungarn. Aber es ist ja wirklich wahnsinnig viel Verantwortung für gerade mal 27 Jahre. Also Charlie, hattest du mit 27 Jahren eine ähnliche Verantwortung gespürt? Nö. Ich war so ein sich selbst suchender Schauspieler, wenn nicht. Ja. Weil das ist ja ein großes Amt. Bundestag ist ja nun wirklich nicht nichts. Und das mit der, ich habe das auch nur deshalb erwähnt, weil es ja immer so dieses, man muss das ja mal austarieren. Man möchte einerseits natürlich einfach ganz normal sein und andererseits geht es ja auch um Repräsentation. Ich habe mich vorhin Belange. Gefreut, entschuldige, dass ich reingrätsche. Ja. Ich habe mich vorhin gefreut bei der Anmoderation, dass es kein Thema war. Genau. Und wir haben uns vorher unterhalten und ich habe gefragt, sag mal, nervt dich das eigentlich, Nike, dass du manchmal so drauf reduziert wirst, wo du sagst, ja, na klar, nervt das. Aber der Spagat sozusagen, es zu thematisieren und damit das in die Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen, hey Leute, unsere Welt dreht sich weiter, wir sind eine moderne Welt, das ist doch eigentlich geil. Und deswegen bist du natürlich auch eine Kämpferin für die Sache. Ne? Ja, ja, aber das ist genau... Ja. Aber das ist halt eben natürlich genau der Punkt. Wärst du jetzt beispielsweise Schauspielerin oder Musikerin, würde man es natürlich einfach gar nicht erwähnen, weil es keine Rolle spielt. Bist du im Bundestag, bist du natürlich automatisch immer, gerade bei den Grünen, Sprecherin für eine bestimmte Sache. Und in diesem Falle gibt es ja bestimmt auch viele Menschen, die sich an dich wenden und sagen, sprich für uns. Ja, man hat einfach auch eine sehr starke Vorbildfunktion und ich glaube, dass das für viele Menschen halt ein starkes Zeichen ist. Also auch was vor 20 Jahren, als Klaus Wowereit diesen Satz gesagt hat, ich bin schwul und das auch um nicht so, erpressbar zu sein. Um nicht erpressbar, also das und also in meiner Biografie war das ganz ähnlich. Ich habe damals als Jugendliche extrem in einem extrem krassen Tempo nach meinem Outing diesen Angleichungsprozess gemacht und habe ich angefangen zu studieren und eigentlich viele Leute und auch als ich so stärker politisch aktiv geworden bin, viele Leute kannten mich erstmal nur als Nike, ja, und auch als Frau und wussten auch gar nichts von meiner Geschichte. Aber ich war auch irgendwann an diesem Punkt, dass ich so
extremst paranoid geworden bin und mich gefragt habe, was ist, wenn Leute das rausfinden, werden dann Freundschaften zerbrechen, werden Leute dich vielleicht erpressen, dann wird es durch die Presse gejagt und ich habe mich auch dann zunehmend isoliert gefühlt und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich einfach ganz radikal für mich entschieden habe, ich möchte jetzt offen damit umgehen. So. Ja. Und für mich ist es aber eigentlich so in meinem politischen gar nicht mal so, dass es so dieser Nummer-eins-Punkt ist, den ich so über mich selber anführe. Ich bin eigentlich auch sehr stark über so Umweltaspekte ursprünglich zu den Grünen gekommen. In Leverkusen, meiner Heimatstadt, ist auch ein krasses Thema. Wir sind total betroffen von diesen wahnsinnigen Autobahnausbauten, die ja, überall in Deutschland jetzt stattfinden ja, wollen. Ja, die Leverkusener Brücke ist ja quasi so der Voldemort der Infrastruktur genau, hier im Großraum. Ja. Ja, der Voldemort, das ist ganz gut, aber das ist halt, also für uns ist ein Riesenthema vor Ort, aber es ist überall in Deutschland, also es ist Wahnsinn. 2016 wurde irgendwie beschlossen, 850 Kilometer neue Autobahnen noch in Deutschland zu bauen. Und das ist natürlich so Energiewende, Klimaschutz, Kohleausstieg ist in den letzten Jahren in aller Munde gewesen. Aber dass wir jetzt hunderte Milliarden von Steuergeldern noch sprichwörtlich in Asphalt verwandeln, das ist bei vielen Leuten gar nicht so präsent. Und das ist jetzt ein Thema, was ich auf jeden Fall im Sinne meiner Heimatstadt, wo wir natürlich erhoffen, dass diese wahnsinnigen Ausbauten nicht mehr kommen, aber auch für die vielen anderen Leute, die sagen so, hey, Verkehrswende muss jetzt endlich angegangen werden, das nehme ich auch mit. Genau, du nimmst viele Dinge mit und wahrscheinlich viele Nachrichten, die du bekommst. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, dann irgendwann konstituiert sich der Bundestag, dann sitzen alle da und irgendwann kommt der Moment, dann musst du auch mal ans Pult. Wie fühlt sich das denn an, so im Hinblick auf diesen Moment? Freust du dich darauf? Oder welches Gefühl überwiegt? Ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Vermutlich werde ich auch ein bisschen zittern, wenn ich ganz ehrlich bin, bevor ich zum ersten Mal an dieses Pult gehe, weil das, glaube ich, einer der krassesten Momente ist, die man überhaupt so haben kann, in diesem Hohen Hause sprechen zu dürfen und auch da Themen einbringen zu dürfen. Und ich freue mich aber auch schon sehr drauf. Ich weiß aber auch noch nicht, wann es dann sein wird. Auf wen guckst du da im Plenum? Auf wessen Gesicht achtest du da besonders? Wie guckt Schäuble oder... Oh, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich denke, das wird ein bisschen themenabhängig sein. Storch. Ja. Ja, hoffentlich werde ich sie zur Weißblut bringen und andere AfDler. Das ist doch ein schöner Plan. Vielen Dank. Liebe Slavik. Ja, da ist ein Neuanfang. Viel Erfolg auf jeden Fall auch von uns, Nike, dass das alles so für dich läuft. Und dann gibt es Dinge, die laufen schon ziemlich lange gut. Immer noch in Originalbesetzung unterwegs, seit 30 Jahren die Prinzen. Ja. Und gerade erst auch noch den Ehrenpreis bei der Goldenen Henne bekommen. Herzlichen Glückwunsch und willkommen, Sebastian Kumbi. Das ist schon nicht schlecht. Es ist schon manchmal ein bisschen erschreckend, finde ich, wie diese 30 Jahre so für einen selber ja auch vorbeifliegen. Unglaublich. Ihr wart damals, wurdet ihr immer so angepriesen, als die erste Boyband aus dem Osten. Konntest Boyband ist erstmal schon mal, fand ich schon mal immer falsch, weil wir nie eine gecastete Band waren. Also wir waren immer irgendwie, wir haben als Rockband angefangen und haben dann eben irgendwann das große Glück gehabt, Leute zu treffen, die uns gute Tipps gegeben haben. Und wir sahen überdurchschnittlich gut aus und waren überdurchschnittlich intelligent. Wird denn da gelacht? Entschuldigung, es kam so aus mir raus. Aber es war sehr schön. Ihr habt aber natürlich trotzdem, muss man sagen, das war ein ganz besonderes Image auch, was ihr damals ja hattet. Ich weiß gar nicht, wie man das heute eigentlich beschreiben würde, aber ihr wart eine gesamtdeutsche Band. So wurdet ihr ja auch immer vorgestellt, die erste, die da so richtig durchschlägt, sozusagen für Ost und West. Und trotzdem wart ihr doch immer so ein bisschen gelabelt als die Ostband. Hast du das so erlebt auch? Also ja, na klar. Aber wir sind eine Leipziger Band. Wir kommen aus Leipzig und wir haben das versucht, früher immer positiv zu sehen, dass wir so gelabelt werden. Weil natürlich war da was Wahres dran. Wir waren die erste Band, die gesamtdeutsch aus dem Osten erfolgreich in der ganzen Republik war. Und das hat uns natürlich auch wirklich geholfen, weil es ein Thema war für viele Journalistinnen und Journalisten, die darüber geschrieben haben. Und ey, mir ist doch egal, warum die Leute uns geil finden. Es ist doch, also oder beziehungsweise die müssen unsere Musik gut finden. Die müssen, und warum die das machen, ist mir doch eigentlich völlig egal. Also ich glaube, es ist auch den Leuten egal, wo du herkommst, ob du irgendwie aus Leipzig. Ja, das sollte es auch vor allem inzwischen aber deutlich egal sein. Absolut.
aber lass uns nochmal zurückhopsen in die Zeit. Es gibt ja nichts Schöneres, als nochmal in eure alten Songs, aber auch Frisuren einzutauchen. Wir gucken mal. Die Prinzen. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Jeder Pope fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford, jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Ich wär so gerne Millionär. Und jetzt stehen wir hier, genauso schlau wie ihr. So viele Jahre und noch immer, von ganzem Herzen Spinner. So schnell werdet ihr uns nicht los. So sieht's aus. Der Charlie, du warst nicht der Einzige mit außergewöhnlichen Frisuren in dieser Zeit, ne? Muss man? Nein, aber das ist, ich finde das, was ich immer das Tolle fand, es war auf einmal so ein Crossover. Die Beschmut hat das ja auch gemacht. Eigentlich ist das Punk bis heute für mich. Es ist nur eben ohne E-Gitarre, sondern es ist, aber es, die ganze Geste, dieses Punk ist ja so ein Wort für Gaunerei. Es ist sozusagen eher in so einen Zwischenbereich reingucken, die Taschenlampe in andere Ecken, aus einer anderen Ecke halten. Und das ist also Küssen verboten, wie das mit dem Schwein, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Und also dieses, das ist das, was die Ärzte in den 80ern aus West-Berlin reingetrötet haben und auch in unsere Kinderstuben. Und das, also wie gesagt, ich habe das dir ja schon gesagt, mein Ziehsohn ist 13 und ist auch totaler Prinzenfan. Gute Erziehung. Ja. Gute Erziehung, ja, naja. Also. Und ich glaube, jedes Lied an, kannst du auch mit einer wunderbaren Distortion abziehen. Na bestimmt. Ja, ich finde das ja lustig, also, weil du hast ja den Film über Monchi gemacht von Feine Sahne, ja. Den Wildes Herz-Film. Und Monchi ist ja auch Prinzenfan sozusagen. Er singt zum Soundcheck oft irgendwie Küssen verboten, was weiß ich was. Und ich freue mich natürlich, dass wir so ganz verschiedene Leute erreichen und dass wir auch ganz verschiedene Generationen erreichen. Und gerade jetzt, also ich sag, wir haben gerade gehört und jetzt stehen wir hier genauso blöd wie früher. Wir haben eine Platte gemacht, die immer noch irgendwie, oder die total nach Prinzen klingt, obwohl wir nicht irgendwelchen Trends hinterherrennen. Und wir haben eine Platte gemacht, und ich will das, muss ich das echt nochmal sagen, auf die ich tierisch stolz bin, die wirklich irgendwie so schön ist, dass ich immer sage, ich bin meine eigene Zielgruppe und ich finde das, was ich gemacht habe, ist geil. Das ist schön. Ja. Ja. Ich finde das so toll, dass du auch wirklich da so mit Freude dabei bist und mit Leidenschaft, weil du schon wieder eine Platte nach 30 Jahren rausbringen. Das ist toll, dass du dir das so... Schon wieder in der Talkshow gehen. Genau, ja, es ist ja tatsächlich so, das kann ja auch passieren. Du hast, das wissen wir natürlich alle, im Thomana-Chor damals angefangen. Das war ein strenger Laden, bist aufs Internat gegangen, hattest aber dadurch natürlich auch die Möglichkeit, durch dieses Chorleben rauszuschauen, mal das Fenster auszumachen, aus der DDR raus. Hat das was in dir verändert, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Menschen, die ja nicht diese Gelegenheit hatten? Auf jeden Fall, ich glaube für uns alle. Also vier von uns waren ja im Thomana-Chor in Leipzig und einer, Jens, war im Kreuzchor in Dresden. Wir waren alle miteinander privilegiert, dass wir als Ostkids in die Welt reisen durften. Also ich war als 10-Jähriger in Japan und das war schon der Hammer, wenn du da auf einmal stehst und du kommst aus dem damals wirklich dreckigen, grauen Leipzig und stehst auf einmal in Tokio und siehst da, dass da irgendwie Skyscraper sind, wo obendrauf ein Dachgarten ist mit Wiese und einem Pool und die Türen gehen automatisch auf und zu und die Züge fahren 52 km/h und verstehst eigentlich die Welt gar nicht mehr. Aber klar macht dich das irgendwie, macht dich das auf oder kriegst du da irgendwie was mit? Und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass das wirklich ein Privileg war und dass wir da dankbar sein können. Du hast vorhin so lieb über deine Eltern erzählt, kann ich genauso machen, dass ich sage, irgendwie meine ganze Kindheit, ich sage das nochmal, obwohl ich aus dem Osten komme, was man ja oft auch sagen muss, ich will mich dafür nicht entschuldigen oder ich will dafür mich nicht rechtfertigen oder so, muss ich auch gar nicht, aber ich hatte eine glückliche Kindheit in der DDR und das hat natürlich was mit dem Chor zu tun, hat in erster Linie was mit meinem Elternhaus zu tun und das ist eine Sache, wo ich dann immer sage, hey, versuch mal bei allem, was du erreicht hast, irgendwie einfach dich darüber zu freuen, ja, dass da viele Leute dran teilgenommen haben. Also bis auch zur Karriere der Prinzen. Mhm. Ohne Annette Humpe, ohne auch jetzt die neuen Partner, die wir haben. Rita und Jenny, unsere Warner-Leute, die unsere Plattenfirma sind. Wir wären nicht da, wo wir sind. Und ich glaube, das
auch zu checken und wirklich zu verstehen, du brauchst Leute und du solltest nicht denken, wenn du Mitte 50 bist, hey, ich weiß doch jetzt, wie es geht. Nee, ich weiß nicht, wie es geht. Ich suche selbst und gucke irgendwie und versuche, die Augen offen zu halten nach Leuten, die mir Türen zeigen können, durch die ich nur gehen kann, wenn mir es jemand zeigt. Du hattest die Möglichkeit, hast du gesagt, auch ein paar Türen eben zu öffnen. Wir hatten jetzt gerade erst Tag der Deutschen Einheit und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Ich weiß nicht, Charlie, vielleicht dir auch. Ich meine, wir sind alle drei aus dem Osten, dass man auch manchmal vor dem Brandenburger Tor steht und denkt, ist doch irre, dass wir da nicht durchgehen konnten. Hast du das auch so, obwohl du ja raus konntest, ist ja vielleicht sogar noch schlimmer, dass man dann denkt... Na, du hast den Film gemacht, Bornholmer Straße, wo du den Grenzer gespielt hast und wir haben als Thomaner die Mauer von beiden Seiten gesehen. Wir sind jedes Jahr um die Weihnachtszeit über den Checkpoint Charlie nach West-Berlin gefahren. Mhm. Und es war ja schon so, ich habe vorhin schon gesagt, dunkles, graues Leipzig. Ost-Berlin war schon ein kleines bisschen heller, mhm, aber West-Berlin, da ging richtig das Licht an. Da war richtig auf einmal die große, weite Welt. Und das war schon schräg, dass du auch die Mauer von der anderen Seite gesehen hast, die eben nicht ein graues, widerliches Ekelding war, sondern die eben mit Graffiti angemalt war und du hast die andere Seite gesehen. Und mhm, heute können wir es uns alle miteinander nicht mehr vorstellen. Wenn ich in Berlin bin, immer, ich sehe es immer noch ein bisschen an den Straßenlaternen. Da ist Osten, da ist Westen und da siehst du irgendwie, wo die Mauer lang ging. Aber vorstellen können und das heute irgendwelchen Kindern zu erklären, irre, ne? Eine Mauer, ja, durch eine Stadt gebaut. Ja. Nee. Ja, das ist mit der Musik, was sie von sagte, also die Musik, die ich zuerst twistet, da bist du dran erinnert. Bei mir ist die erste, weil ich ja Mecklenburger war, Brandenburger Torerfahrung, 89 Pfingsttreffen. Ich war vom Deutschen Turn- und Sportbund da. Und wir haben gesagt, ey, komm, wir gehen mal jetzt zu dieser Mauer. Da waren schon irgendwie Konzerte und so. Und dann stehst du da, wo jetzt der Pariser Platz beginnt. Es war alles zu, rot-weiß, es war total dunkel. Und wir waren halt echt so Mecklenburger Pepen in Sportjacke. Und dann sind wir so, ey, guck mal, das ist die Mauer. Und dann kam so eben diese Grenzer mit der Knarre. Weiterhin ganz schnell. Und das ist meine erste Brandenburger Torerfahrung. Aber wir waren gar nicht erschrocken. Wir fanden es nur so wie bizarr. So Jäger, die falsch aussehen. Und wenn ich dann heute auf dem Platz bin, weil ich nur auch nicht in Berlin wohne, ist das für mich immer die zweite Erfahrung. Das ist wie ein Fehler. Mhm. Und das ist interessant in so einem Kinderhirn oder Jugendlichenhirn. Du hast ja viel auch in deinem Kopf gehabt, nämlich Thomaner sein, Disziplin und gleichzeitig, wir haben heute auch schon viel über Musik gesprochen, kam dann irgendwann auch die Band in deinen Kopf, dass ihr auch eine Rockband hattet mit 15, glaube ich, war das bei dir. Ja. Und dann bist du ja im Internat gewesen und bist ja kurz vorher noch vor Ende da aus dem Chor rausgeflogen. Warst du... Also war es dir zu viel Disziplin oder tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch heute, also man muss natürlich dazu sagen, dass so ein Chor natürlich nur dann funktioniert, wenn du dich wirklich unterordnest, wenn du extrem autoritätengläubig bist. Und ich versuche heute immer wieder auch jungen Leuten zu sagen, also ich will jetzt niemanden anstacheln irgendwie gegen das Establishment zu sein oder so ein Quatsch, sondern ich will einfach sagen, versucht Autoritäten zu hinterfragen, weil es ist nicht alles, was Erwachsene sagen, richtig. Es ist nicht, man muss das wirklich ganz klar sagen. Es gibt viele erwachsene Menschen, die einfach mal Kindern Scheiß erzählen. Das ist so. Und das muss man immer ganz klar sagen. Natürlich haben viele Kinder irgendwie immer diese Idee, irgendwie zu sagen, na klar, ich muss dem zuhören, ich muss dem glauben. Es ist nicht so. Und natürlich will ich auch nicht sagen, ey, natürlich bin ich deswegen rausgeflogen, weil ich mich nicht benommen habe, logischerweise. Also das war meine Disziplin. Und natürlich geht so ein Chor auch nur, wenn sich eben alle unterordnen. Und das mochte ich nicht so. Hm. Tobias ähnlich. Bei Tobias war es ähnlich. Wir waren beide so ein bisschen so die, ich denke, es ist immer so doof im Nachhinein, aber so, natürlich, wir wollten da raus. Wir wollten da irgendwie... Naja, was heißt komisch? Es ist ja auch für viele einfach eine ganz normale Entwicklung, auch mal gegen etwas dann aufzubegehren, auch gerade wenn man in der Pubertät ist und so weiter, auch einfach mal was Gegensätzliches zu machen. Was du dir aber bewahrt hast aus dieser Zeit ist ja auch, du sagst deine Meinung. Ich finde es ganz interessant, dass du auch mal nicht sagst, ich bin gegen zum Beispiel rechts oder sonst irgendwas, sondern du bist gerne für. Und du bist zum Beispiel dafür, dass Menschen miteinander reden und eben diese ganzen Brücken überwinden. Warum ist dir das so wichtig, dass du mal, es ist ja bequemer, nichts zu sagen, dass du aber doch immer mal wieder aufzeigst, auch einfach als Sebastian Krumbiegel zu sagen, doch, da möchte ich jetzt auch mal was zu sagen. Ich glaube, das sollte jeder tun. Also mir ist es, also mit dem Miteinander reden finde ich natürlich erstmal wichtig, aber natürlich bin ich auch gegen. Also ich finde es aber besser verpackt zu sagen, ich bin für. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, ich weiß, du kannst ja nicht sagen, ich bin gegen Nazis, ich bin gegen den ganzen Scheiß. Ja. Du kannst aber auch sagen, hey, ich bin für einen respektvollen Umgang, ich bin für eine multikulturelle Welt. Ja. Ja. Und da sagst du eigentlich genau dasselbe, du machst es mit einer positiven Botschaft. Und natürlich muss man diese berühmten roten Linien ganz klar ziehen. Und du hast es vorhin gesagt, also wir können viel über das reden, was auf den Straßen abgeht. Gerade jetzt in Leipzig wieder, was mich so beschämt hat, in dem Hotel, wo...
die Geschichte und das ist die Musiker, fürchterlich. Also, die Oferin. Aber da muss man eben auch sagen, es passiert überall. Und wenn wir da nicht alle miteinander wachsam sind, dann schieben wir denen keinen Riegel vor. Ich habe gerade jetzt vor 2 Tagen in Berlin beim Deutschen Preis für Popmusik meinem Freund Danger Dan eine Laudatio gehalten für das Lied. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und mir war es ein Bedürfnis. Also wer das Lied noch nicht kennt, übrigens hört euch das an. Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist ein großartiges Lied. Aber bevor du jetzt für andere Werbung machst, euch gelingt es ja auch tatsächlich immer wieder in euren Texten, auch auf eine interessant ironische Art und Weise auch oft nochmal aufzuzeigen, was euch auch wichtig ist. Und das ist ja auch etwas, was hilft, ja, dass ihr es auf diese Art ausdrückt und auch auf eurem neuen Album zum Beispiel in den unterschiedlichen Songs nochmal sagt, doch Leute, denkt nochmal drüber nach. Und ja, aber es kommt eben immer, also der Ton macht die Musik, also beim Reden und natürlich auch bei der Musik selbst. Und du kannst natürlich einen Text schreiben, bei dem du dich ereiferst und rumsabberst und sagst, du kannst aber das auch so ausdrücken, dass du es vielleicht erst beim zweiten Mal hörst oder dass du eben eine zweite Ebene hast und dass du eigentlich, also ich sage immer, versuch zuerst die Leute zu entertainen und dann versuch sie nicht zu belehren, aber versuch sie irgendwie anzuknipsen. Und das ist, geht jedem Lehrer so, der vor einer Klasse steht, das geht jedem Politiker so, der eine Rede hält, das geht allen Leuten so. Du musst erstmal die Leute knacken und dann hören sie dir zu und dann kannst du vielleicht auch irgendwas bewegen. So macht ihr das mit eurem Album Die Krone der Schöpfung, ist ganz frisch. Wie heißt das nochmal? Habe ich was Falsches gesagt? Nee, sag nochmal. Die Krone der Schöpfung? Nur Krone der Schöpfung. Ich hab's nur gesagt, ohne die, Entschuldigung. Nur, nein, ich habe es nur gesagt, da willst du noch wiederholen, damit sich die Leute besser merken. Habe ich mir wieder einen Artikel dazu gekauft. Entschuldige. Nein, aber das Album ist natürlich draußen, auch mit euren Botschaften. Und ich freue mich sehr, dass wir gleich noch etwas Kleines daraus von dir hören werden. Sebastian Krummige, danke, dass du heute bei uns bist. Mit und ohne die. Ja, dann kommen wir jetzt mal von der Krone der Schöpfung zur Krone der Klassik und zur Geige, diesem geliebten und auch vielleicht gehassten kleinen Zauberkasten, der ihm so viel gegeben und manches genommen hat. Herzlich willkommen, David Garrett. Danke schön. Solche musikalischen Ausbrüche wie bei Charlie, also das Hören von Metallica und Motorhead, war das in deiner Kindheit so denkbar? Ja, schon. Also ich habe natürlich sehr, sehr viel Klassik gehört, weil das einfach in unserem Haushalt die Musik war, die meine Mutter, die mein Papa auch gehört hat. Aber schon nachts, wenn man dann im Bettchen war und Radio angeschaltet hat, Kopfhörer, da hat man auch schon was anderes. Ach schon, aber das war schon... Aber offiziell war das nicht so... Also es war nicht so, dass du jetzt zu deinem Vater sagst, jetzt mach mal aus da, jetzt mach mal schön. Nee, das wäre auch nicht gut angekommen. Ja. Also war das schon sehr oder ist halt sehr klassikaffin, was ich auch schön finde. Ich bin halt ein bisschen mit meinem Musikgeschmack etwas vielseitiger. Ja, wenn wir jetzt mal so auf die letzten 16 Monate Pandemie blicken, auf die Monate, in denen gerade Kinder und Jugendliche so wenig durften, hattest du da manchmal das Gefühl, nicht? Es ist ganz interessant, denn ich habe ja schon das ein oder andere Interview in meinem Leben gegeben. Und dann muss ich halt immer erzählen, ich hatte 8 Jahre Privatunterricht. Mhm. Und jedes Mal guckt mich die Person, die mich interviewt, an und sagt, wie großartig privat, das muss ja toll gewesen sein, Lehrer kommt zu dir nach Hause. Und ich denke dann immer, ich kenne das ja anders, das ist ja wirklich nicht so angenehm. Du verlässt nie das Haus, die Eltern sind immer da, du wirst dauernd kontrolliert, du kannst dich mal irgendwie schwänzen, du kannst nicht mit deinem Schulnachbarn reden. Die sozialen Aspekte fehlen total. Mhm. Und ich glaube, jetzt nach 1,5 Jahren, wo viele Homeschooling gemacht haben, ist das ein bisschen nachvollziehbar, dass ich das nicht so toll fand. Ja, das meine ich halt eben, dass du da doch einen gewissen Link zu hast. Wobei, wenn jetzt natürlich wir eine ganze Generation von Stahlgeigern erzogen haben, dann ich befürchte, für den Klassik, für den Klassikstandort Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht. Ist dein Bruder dir eigentlich dankbar dafür, dass du ihm das... Schicksal mit der Geige abgenommen hast? Denn war er ja prädestiniert. Er ist sehr dankbar. Er hat wirklich sozusagen
das olympische Feuer der Geige mir in die Hand gedrückt und gesagt, ich will nicht mehr, mach du mal. Weil das war ja er war immer ein bisschen intelligenter als ich. Also er wusste ganz genau, es wird ein steiniger, harter Weg. Mhm. Ich verabschiede mich mal und mal was ganz anderes. Er war intelligenter im Sinne von, dass er gesagt hat, Papa, guck mal hier, unser David, der würde ja auch gerne mal Geige spielen. Ja, ich glaube, er hat auch absichtlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr geübt und schlechter gespielt, damit man einfach so den Abschied für meine Eltern einfacher macht. Nein, im Endeffekt, klar, wir haben beide zusammen angefangen. Er ist zwar knapp 2 Jahre älter und ich habe da natürlich auch bei ihm gemerkt, man fängt ja sehr früh an, auf die Bühne zu gehen. Also ich habe mit 5 Jahren die ersten Konzerte schon gespielt. Bei meinem Bruder hat man es angesehen. Der war da irgendwie so kreidebleich und er hat sich dann vor dem Konzert auch übergeben. Also das war irgendwie nicht seine Berufung. Das hat man in dem Alter, war knapp 7 Jahre alt, hat man schon gemerkt, das ist ihm nicht angenehm, das ist nichts für ihn. Und dann irgendwann mal hat er natürlich das Gespräch gesucht mit meinem Papa und hat gesagt, nee, das ist nichts für mich, lass mich mal Klavier, lieber Klavier machen. Und da war er ein bisschen raus aus der ganzen konnte Nummer. Sich so durchfummeln und du hast dann dich ja sehr schnell... Ich war mir im Fokus plötzlich. Ja, du bist auch bei uns im Fokus. Wir haben nämlich auch Bilder von dir, wie du jung warst und später dann ein bisschen älter wurdest. Alright. Zeitraffer das Ganze. Ich finde auch, dass die Geige eigentlich das einzige Instrument ist, das der menschlichen Stimme ähnelt. Und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Ist ja doch der ein oder andere gekommen, ne? Ja. Verona in Italien war das. Und wie gesagt, war kurz vorm Auftritt. Also da bist du natürlich schon, klar, bei der Kulisse schon nervös. Nervös? Also hast du da wirklich Angst, dich zu verspielen? Angst nicht, nein. Weil verspielen ist auch nicht schlimm. Fehler gehören zu allem dazu, zur Kunst. Ohne Fehler gäbe es keine Kunst. Wir müssen alle irgendwann auch da durch. Und ab und zu passiert auch was, wo ich sage, das ist nicht optimal. Aber wenn das Gefühl da ist, wenn du in dem Moment bist, wenn du in the zone, sagt man so schön, dann ist das völlig egal. Mhm. Musik ist das was zählt. Die Leute zu erreichen mit einem Gefühl. Eine falsche Note, ein bisschen unsauber hier oder da. Ganz ehrlich gesagt, Mats manchmal sogar ein bisschen besser. Ah, okay. Ja. wenn du die ganz Großen anhörst, ein Casals, Pablo Casals oder ein Heifetz, die haben auch nicht mal alles richtig getroffen. Ja. Aber das Gefühl, die Note, manchmal, wie gesagt, das kleine bisschen unsauber, das macht auch den eigenen Sound aus. Ja. Das gibt eine Identität. Darf man keine Angst vor haben. So kann man den Leuten das natürlich auch verkaufen. Ne? Das ist aber so. Nein, aber... Wir haben ja dann eine Heavy-Metal-Kompatibilität, haben wir ja schon nun eindeutig, hast du es unter Beweis gestellt. Du kannst mal ganz andere Sachen auch noch. Ja, das habe ich in mir wichtig. Dinge, mit denen man nicht zwingend rechnet. Und zwar habe ich das in einem Interview gelesen, dass du unter anderem auch für konsolenaffine jüngere oder ältere Menschen auch noch die ein oder andere Melodie beherrscht. Würdest du uns mal vielleicht das Super Mario-Thema einspielen? Das fand ich faszinierend. Das ist jetzt also... Das ist ewig her. Ja. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, es fing so an. Richtig, Sven? Ja, genau. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Lass mich doch Bach spielen, oder Beethoven. Ja,
Was würde der Papa dazu sagen? Ne? Ja, was sollen meine Eltern denken, die jetzt vom Fernseher sind? Sag der Micky war's. Ja, aber so kann man dem kleinen Justin sagen, du kannst jetzt keine Sorgen, du kannst nach dem Essen noch 12 Stunden Playstation spielen, du musst halt nur vorher einmal das Super Mario-Thema auf der Geige spielen, dann ist das doch kein Thema. Da gehst du um 5 ins Bett und dann ist doch alles gut. Wir haben ja gerade die Bilder gesehen aus New York. Ja. Da hattest du, anders. Es jährte sich ja jetzt gerade gab es ja das 20-jährige, jährte es sich zum 20. Mal 9/11. Ja. Ja. Und das war genau exakt auch das Jahr 2001, in dem du nach New York kamst. War mein erster Schultag, also an der Universität, ja. Der 11. September. Ja, 11. September. Ich bin am 10. September bin ich von Brüssels damals, das war relativ nah natürlich, teilweise ein bisschen noch besser zu fliegen nach New York, vom Brüsseler Flughafen nach New York am 10. September und bin morgens aufgewacht, voller Tatendrang. Weiß noch, dass ich zum Financial Aid Office, also da, wo man so ein bisschen seine Studiengebühren hoffentlich irgendwie regulieren kann mit einem Stipendium, muss wissen, in den USA waren das knapp $27.000 pro Semester, also ja. Die kennen da nichts, also es auch muss privat finanziert werden. Und da habe ich natürlich gesagt, Menschenskinder, so viel Geld habe ich gar nicht. Und mein Papa wollte nicht für die Universität zahlen. Ja. Hatte seine Gründe. Und irgendwie musste ich gucken, dass ich das Geld irgendwo herkriege. Stipendium, irgendetwas. Du hast ja gejobbt auch, richtig? Ach, später natürlich, in der Bibliothek. Also so viel auch schöne und Quatschsachen gemacht, war alles sehr lustig. Aber 11. September, ich sitze also in diesem kleinen Büro und versuch zu erklären, dass meine Eltern halt nicht dafür finanziell aufkommen. Und die nehmen mir das natürlich nicht ab. Jeder normale Elternteil würde sagen, Juilliard School, eigentlich eine der schwierigsten Universitäten, angenommen und akzeptiert zu werden, da zahlen die Eltern doch voller Stolz. War bei mir aber nicht so. Wie gesagt, da gibt's auch Gründe zu. Jedenfalls sitze ich da und plötzlich kommt jemand rein und sagt, hör mal, ein Flugzeug ist ins World Trade Center geflogen. Mein Englisch war jetzt auch noch nicht so perfekt. Und ich habe gedacht, Menschenskinder, da hat irgendjemand mit seinem Spielzeugflugzeug, also das ist irre. Das sind aber die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe. Irgendwie ein Fenster, Scheibe irgendwie zerbrochen. Und ich dachte, jetzt konzentriert euch doch bitte auf mein Problem. Also wenn es nicht so tragisch wäre, wird es fast schon lustig. Ne? So ist man halt in dem Alter. Und dann irgendwann mal wurden natürlich alle mit einer Ansage über Schulsprechsysteme. Ach so, ja, genau. Ja. In die Aula. Alle Studenten, es waren ja fast knapp 600 Studenten. Und dann saß man da wirklich mit Fläschchen Wasser bis zum Abend da zusammen. Und hat natürlich Fernsehen geguckt und sich die Bilder angeguckt und völlig irre. Also es war gar nicht greifbar. Ich erinnere mich, dass die zwei Sachen, an die ich mich bis heute erinnere, es war der schönste Spätsommertag in New York. Kein Wölkchen am Himmel, kein Regen, Sonnenschein, geiles Wetter, ein Gestank in der Stadt von brennendem Metall. Ich weiß nicht, warum ich sage brennendes Metall, aber es roch wirklich ätzend. Und das ist ja irgendwie verrückt auf der einen Seite, weil wenn wir solche furchtbaren Szenarien natürlich auch im Film und Fernsehen sehen, also immer Wolkenbruch und Regen und Tragik, dieser Widerspruch zwischen dem Wetter und was da gerade passiert ist, das war irre. Hat man nicht zusammenbringen können in dem Moment. Ja, und dann die ersten zwei Wochen natürlich waren alle Kurse erstmal gecancelt. Und man hat sich dann so ein bisschen ins Studium reinarbeiten müssen. Aber es war natürlich für alle ein totaler Schock. Also die lagen sich da weinend in den Armen. Und ich, wie gesagt, ich bin ja doch jemand, der immer sehr rational im Leben an Sachen rangeht. Aber ich war da auch irgendwie so ein bisschen, ich wusste nicht, wo meine Einheit da war. Also es war schon echt, ja, schwieriger, ganz, ganz furchtbarer Tag, klar. Das ist natürlich alles andere als ein glückliches Ende, aber es läuft uns tatsächlich einfach die Zeit weg. Wir können es nicht ändern. Deswegen bleibt uns nur noch, uns bei dir zu bedanken, darauf hinzuweisen, dass im nächsten Jahr deine Tour Corona-bedingt stattfinden wird. Ja. Und freuen uns, wenn wir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit füreinander haben. Vielen Dank, alles David Garrett. Komm immer gerne wieder. Thank you for the music. Dankeschön. Nach dem Kölner Treff geht es gleich weiter mit Domian, aber wir haben es versprochen, Sebastian Krumbiegel werden wir natürlich noch hören. Immer auf mich zählen auf dem neuen Album Der Prinzen. Naja.
Ich werd mit dir sofort an jedem Ort Alpakas züchten oder Pferde stehlen, du kannst immer auf mich zählen. Mit dir wird ich verschwinden und ein Königreich gründen. Ja, ich will mit dir überall hin und auch zu weit gehen. Für dich würd ich mich schlagen, dich übers Wasser tragen, wenn kein Land in Sicht ist, denn ohne dich scheint nichts richtig. Was auch immer wir machen's zusammen, du und ich, das hält ein Leben lang. Du kannst immer auf mich zählen. Was auch immer passiert, wir halten zusammen, du und ich, das hält ein Leben lang. Du kannst immer auf mich zählen, immer auf mich zählen. Du kannst immer auf mich zählen, immer, immer auf mich zählen. Du kannst immer auf mich zählen. Sebastian Krummwiegel, vielen Dank. Vielen Dank.